Dehnungsübungen der beiden Rückseiten zählen zu den wohl am häufigsten nachgefragtesten Übungen. Zumindest habe ich dieses Gefühl, wenn ich mir die Aufruferzahlen zu diesem Thema auf meinem YouTube-Kanal so anschaue. Das Problem dabei ist, dass genauso häufig wie die beiden Rückseiten zu kurz sind, diese auch häufig abgeschwächt sind und gekräftigt werden sollten. Ist das nicht der Fall, dann drohen Überlastungsverletzungen dieser Muskelgruppe, zum Beispiel Muskelzerrungen oder Muskelfaserrisse bei allen möglichen Sportarten, die Laufen beinhalten, also die große Mehrzahl an Sportarten. In der Sportwissenschaft spricht man hier auch vom sogenannten Quad-to-Hamstring-Ratio, also dem Verhältnis von der Oberschenkel-Vorderseitenkraft zur Oberschenkel-Rückseitenkraft. Je nach Population und Untersuchungsgruppe liegt dieser Wert hier optimalerweise zwischen 0,5 zu 1 bzw. 0,8 zu 1. Sprich also, für eine auf 100% normierte Kraft der Oberschenkelvorderseite sollte die Beinrückseite ca. 50 bis 80% der Oberschenkelvorderseitenkraft haben. Und ich zeige dir deshalb in diesem Video eine Übung, mit der du die Beinrückseiten kräftigen und dehnen zugleich kannst. Das Beste, wie so oft, du brauchst nur dein eigenes Körpergewicht und sonst nichts. Los geht's! Setze dich mit aufgestellten Beinen auf den Boden und lege deine Hände mit gestreckten Armen hinter dir ab. Deine Finger zeigen dabei leicht nach hinten bzw. zur Seite, falls du Probleme mit deiner Handgelenksbeweglichkeit hast. Strecke von hier aus deine Hüfte und gleite anschließend zwischen deinen Armen wieder hindurch. Falls du Schwierigkeiten mit dem Durchgleiten hast, kann das an deiner relativen Armlänge liegen. Lege einfach in so einem Fall ein Buch oder eine Handelscheibe unter jede Hand. Deine Fersen bleiben während der gesamten Übungszeit auf dem Boden. Dein Vorfuß und Mittelfuß hebt jedoch beim Bewegungsteil mit dem Durchgleiten vom Boden ab. Versuche stets einen konstanten Atemrhythmus zu halten. Atme zum Beispiel beim Hochkommen aus und beim Durchgleiten ein. Wie bei allen anderen Varianten der Brücke auch, gilt es auch hier, die Hüften zwar maximal zu strecken, jedoch den unteren Rücken nicht zu überstrecken. Deine Bauchmuskeln bleiben am obersten Punkt der Bewegung immer leicht angespannt. Die nächste Übung ist eine etwas schwerere Alternative der zuvor gezeigten. Die Ausführung ist im Grunde sehr ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass diesmal nur ein Bein belastet wird. Das jeweils freie, unbelastete Bein wird in der Hüfte angewinkelt in der Luft gehalten. Auch bei dieser Übung gilt es, die Hüfte zwar vollständig zu strecken, den unteren Rücken jedoch nicht zu überstrecken. Wechsel nach 8 Wiederholungen jeweils die Seite. Dieses Video war übrigens gerade ein kurzer Ausschnitt aus meinem 360-Grad-Online-Mobility-Programm mit rund 2 Stunden an Trainingsvideomaterial für verschiedene Schwierigkeitsstufen mit verschiedenen Trainingsplänen und vielen, vielen mehr. Weitere Infos dazu findest du hier oben in diesem Link. Und ich zeige dir in diesem Video zum Schluss nochmal eine weitere Übung, diesmal allerdings mit Zusatzgewicht. In meinen Augen sogar die beste Übung, wenn es darum geht, deine Beinrückseiten, Po-Muskeln zu kräftigen und gleichzeitig auch geschmeidig mobil zu halten. Und zwar ist das das einbeinige Kreuzheben. Du kriegst damit mit ein bisschen Übung auch ziemlich hohe Lasten gehoben. Das sind jetzt zum Beispiel 30 Kilo. Das hintere Bein wird gestreckt. Hier bist du in einer leicht vorgedehnten Position. Zieh die Schulter wieder zurück und streck die Hüfte. In diesem Video nur ein kurzer Einblick, denn zu dieser Übung habe ich bereits ein sehr ausführliches Video gemacht. Ich verlinke es dir hier auch gleich am Ende dieses Videos und verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.